Hier ist der Marktplatz Neumarkt. Schön, dass Sie mit dabei sind. Bis 2020 sollte es eigentlich 1 Million Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen geben. So die Vorstellungen der Bundesregierung. Inzwischen ist klar, dieses Ziel werden wir vermutlich nicht schaffen, obwohl sich in dem Sektor einiges tut. Neben Elektrofahrzeugen gibt es natürlich auch weiterhin Benziner und Dieselautos. Und es gibt Erdgasfahrzeuge, auch hier im Landkreis Neumarkt. Deren Treibstoffversorgung stand nun allerdings einige Zeit lang auf der Kippe. Michaela Zeitz ist zufrieden. Sie hatte sich mit einer Bürgerinitiative dafür stark gemacht, dass die Erdgastankstelle in der Dreichlinger Straße in Neumarkt nicht wie geplant geschlossen wird. Seit letzter Woche ist es nun offiziell. Ihr nicht mal ein Jahr altes Auto kann sie auch weiterhin in der Jurastadt mit Erdgas, auch bekannt als CNG, füllen. Ja, wir hätten doch immer in Nürnberg tanken müssen. Und ich bin beruflich öfter in Feucht. Das heißt, ich hätte jedes Mal auch einen Abstecher machen müssen. Und mein Mann arbeitet in Nürnberg. Das wäre schon irgendwie gegangen, aber es wäre immer umständlich gewesen. Außerdem wäre Neumarkt der einzige bayerische Landkreis ohne eigene öffentliche Erdgastankmöglichkeit gewesen. Bislang wurde die Anlage von den Neumarkter Stadtwerken betrieben. Für diese war sie aber nicht mehr rentabel. Zum Hintergrund: Im Landkreis Neumarkt waren Ende letzten Jahres rund 90 Fahrzeuge gemeldet, welche CNG benötigen. Mit Moviatec fand sich nun ein neuer Betreiber. Die Leipziger Firma will bis zum Sommer 15 solcher Einrichtungen in ganz Deutschland übernehmen. Man sieht im Erdgas in den nächsten Jahren durchaus Potenzial. Es gibt mehrere Faktoren, die ab 2020 wirken werden. Mal angefangen von den großen Fahrverboten in den Ballungsräumen hin zu den, ich sag mal, Vorgaben für Fahrzeughersteller ab 2020, CO2-Werte einzuhalten für Flotten. Und da hat man mit Erdgas recht gute Chancen, da was zu bewegen. Und ich glaube auch, dass wir schon in diesem Jahr ab Sommer steigende Neuzulassungen sehen werden. Die Neumarkter Erdgastankstelle soll in Zukunft vom Team der angrenzenden Avia Rödel-Tankstelle betreut werden. Hier bezahlen die CNG-Nutzer ihre Füllung. Die Stadtwerke übernehmen die Wartung der Technik. Oberstes Ziel: Die Anlage soll möglichst schnell rentabel werden. Und es geht natürlich nur, indem wir relativ schnell erstmal die Lkw-Zapfsäule, die hier noch an der Tankstelle ist, wieder in Betrieb nehmen und Speditionen gewinnen. Warum? Die Speditionen sind momentan diejenigen, die ganz viele Erdgas-Lkws gerade ordern. Wir haben natürlich jetzt schon die ersten Hand angelegt an der Technik. Das heißt, wir haben ein Stück weit die Leistungen reduziert. Das führt dazu, dass wir weniger Netzentgelte haben. Damit sinken die Kosten. Für Erdgasfahrer wie Michaela Zeitz liegen die Vorteile von CNG klar auf der Hand. Sie wundert sich des Öfteren, warum Elektromobilität als zukunftsträchtig gepusht wird, obwohl zum Beispiel nicht geklärt ist, wie der Strom erzeugt werden soll, wenn alle nur noch diese Technik nutzen. Auch die Entsorgung der Akkus bzw. Recycling der Akkus ist noch nicht geklärt. Und ich denke, das sind einfach noch zu viele Fragen offen. Das steckt noch in den Kinderschuhen. Und ich muss einfach sagen, CNG ist voll ausgereift. Ich habe Reichweiten mit bis zu 400 Kilometern nur mit CNG. Dass man Erdgas besser speichern kann als Strom und dass man überflüssige Energie von Windrädern oder Solaranlagen in Erdgas umwandeln kann, das sehen die Befürworter als weiteres Argument für diesen Treibstoff. Und jetzt haben wir aktuelle Nachrichten aus Stadt und Landkreis Neumarkt kompakt für Sie zusammengefasst. Hier ist unser Überblick. In der Neumarkter Klostergasse und in der Gerichtsgasse eröffnen in den kommenden Wochen neue Pop-up-Stores. Dabei ziehen Anbieter von Waren oder Dienstleistungen in leerstehende Läden, bleiben aber nur für jeweils 3 Wochen, bevor andere Händler und Dienstleister ihren Platz einnehmen. Bis zu 3 Anbieter teilen sich dabei ein Geschäft. Das Sortiment reicht vom Designerschmuck über Dekoartikel bis hin zu Textilien. Laut Christian Eisner von Aktives Neumarkt sind die Pop-up-Stores auch eine Testmöglichkeit für die Teilnehmer, ob ein eigener Laden für sie auf Dauer in Frage käme.
Am Donnerstagmittag ab 13 Uhr und am Freitag ab 19 Uhr werden in der Berchinger Lorenzkirche zum letzten Mal in diesem Jahr Aufführungen des Ölbergspiels gezeigt. Im Rahmen von Gottesdiensten werden dabei die Leiden Jesu auf dem Ölberg in einer szenischen Inszenierung dargestellt. Die Tradition des Ölbergspiels in Berching geht bis in das Jahr 1516 zurück. Allerdings gab es immer wieder Unterbrechungen. Die Flugsportvereinigung Neumarkt bietet ab sofort jeden Sonntag bis voraussichtlich Oktober Rundflüge an. Bei gutem Wetter können Interessierte von 10 bis 17 Uhr mit den Piloten abheben und die eigene Heimat von oben sehen. Auch Flüge über Regensburg oder Amberg sind möglich. 50-Euro-Gutscheine für eine halbe Stunde Flugzeit sind im Casino 2000 auf dem Neumarkter Flugplatz sonntags von 10 bis 12 Uhr erhältlich. Gleich nach einer kurzen Pause berichten wir von der härtesten Laufveranstaltung der Region, dem Ultra Trail in Dietfurt. Außerdem geht es um einen importierten Brauch, die Osterbrunnen hier im Landkreis Neumarkt. Mehr dazu gleich nach der Werbung. Naturschutz, der schmeckt. Juradistel Apfelschorle in ausgewählten Restaurants und Getränkemärkten. Bonorama. Das Möbelhaus hat jetzt auch in Neumarkt eröffnet. Finden Sie Ihre Wunscheinrichtung jetzt direkt in Neumarkt. Entdecken Sie hier Möbel für jeden Bereich des Wohnens. Bonorama bietet die größte Küchenausstellung der Stadt und die beste Boxspringbettenauswahl der Region. Gut zu wissen, fast alle Möbel sind bei Bonorama sofort ab Lager verfügbar. Bonorama. Bereits 5-mal in Deutschland und jetzt auch in Neumarkt. Hier wird Luxus lebendig. Im Museum für historische Maybach-Fahrzeuge. Unsere Sammlung aus restaurierten Fahrzeugen und Originalbauteilen ist weltweit einzigartig. Das Museum für historische Maybach-Fahrzeuge. Die Einkaufsstadt Neumarkt lädt ein. Zum verkaufsoffenen Sonntag am 14. April mit Osterjahrmarkt am Volksfestplatz und italienischem Markt in der Klostergasse. Die Geschäfte haben ab 13 Uhr für Sie geöffnet. Nutzen Sie auch unseren kostenlosen Shuttlebus. Mehr Informationen unter einkaufsstadt-neumarkt.de. Weil daugreche alles. Die BG in Gleichach mit ihren 60 qualifizierten und freundlichen Mitarbeitern verfügt über umfangreiches Know-how und erarbeitet selbst für komplizierte Sachverhalte mit Ihnen zusammen eine passende Lösung. Ob Haustür, Garagentor, Sonnenschutz, wir haben für jeden Bedarf das passende Produkt. Hier findet jeder sein passendes Profi-Werkzeug in unserem riesigen Sortiment. Kommen Sie zu BG in Gleichach, Ihrer Handwerkstatt und Bäderseenplan in Kaufen-Ausstellung in Neumarkt. Willkommen in der Erlebniswelt Velburg. Entdecken Sie die König-Otto-Tropfsteinhöhle, eine der größten Schauhöhlen Deutschlands. Der angeschlossene Kletterwald bietet Nervenkitzel für die ganze Familie. Wecken Sie den Abenteurer in sich bei einer Quad-Tour oder im neuen Walderlebnispfad. Auch unsere historische Altstadt freut sich auf Ihren Besuch. Die Erlebniswelt Velburg an der A3, Ausfahrt Velburg. Schlüsselfertige Energiesparhäuser von Dannwood Haus. Besuchen Sie unser Musterhaus Nähe am Berg. Mittwoch bis Samstag von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Willkommen zurück. 31 Stunden und 51 Minuten, das ist die Bestzeit, die beim diesjährigen Jurasteig Nonstop Ultra Trail in Dietfurt erreicht wurde, und zwar von Tobias Krumm. Am Freitag vergangener Woche starteten am Rathausplatz in Dietfurt 109 Läufer. Diese waren alle gut gerüstet für die Distanzen, die ihnen in den kommenden Tagen bevorstanden. Also die Unit ist, verläuft auf dem Wanderweg Jurasteig, 239 Kilometer lang und hat etwa 7500 Höhenmeter im ständigen Bergauf und Bergab. Und dafür haben die Läufer jetzt 53,5 Stunden Zeit. Natürlich musste die Strecke nicht an einem Stück gemeistert werden. Die Teilnehmer hatten unter anderem in Schmidtmühlen und Deining die Möglichkeit zu übernachten. Außerdem gab es mehrere Verpflegungsstellen entlang des Trails. Um die Kluft zwischen den schnelleren und langsameren Läufern möglichst klein zu halten, wurden die Teilnehmer in zwei Startgruppen unterteilt. Eine Gruppe startete am Freitagvormittag, die zweite dann um 15 Uhr nachmittags. Während unseres Einspielers bin jetzt ich hier rübergelaufen zum Dorfbrunnen im Berger Ortsteil Gnadenberg. Dieser wird momentan frisch gestrichen und in wenigen Tagen bekommt er seinen
Osterschmuck. Hier ist es die Dorfgemeinschaft, die sich darum kümmert. In anderen Landkreisgemeinden sind es die Obst- und Gartenbauvereine. Mit Hunderten von Eiern machen sie die Brunnen zu echten Hinguckern. Und manchmal lohnt es sich auch, ganz genau hinzusehen. Der erste Osterbrunnen im Landkreis Neumarkt wurde 1986 in Berngau geschmückt. Dort hatte man die Ortsmitte neu gestaltet und einen dekorativen Brunnen errichtet. Und danach ist dann der damalige Pfarrer Strasser auf die Idee gekommen, diesen Brunnen in der Osterzeit zu einem Osterbrunnen zu schmücken. Das ist so der Hintergrund. Der Pfarrer Strasser hat diesen Brauch gekannt aus der fränkischen Schweiz. In Franken gibt es die Tradition des Brunnenschmückens schon einige Jahrhunderte. Die echten Brunnen, mit denen man Wasser aus der Tiefe holte, mussten einmal im Jahr gereinigt werden, meistens im Frühjahr. Da musste einer runterklettern, angehängt natürlich, aber war gar nicht so ungefährlich. Wenn die Schachtreinigung ohne Unfälle verlaufen war, schmückte man aus Dankbarkeit den Brunnen. Dabei gesellte sich früh das Ei als Symbol der Fruchtbarkeit zum Wasser, dem Symbol des Lebens. Die ersten Osterbrunnen im Raum Neumarkt wurden noch mit echten, ausgeblasenen Eiern geschmückt. Aufgrund von Vandalismus ging man im Laufe der Zeit aber zum Plastikei über. In manchen Gemeinden, wie zum Beispiel Gnadenberg, werden die Eier kunstvoll von Hand verziert. So lassen sich besondere Motive und örtliche Sehenswürdigkeiten am Brunnen verewigen. Hin und wieder ist der Osterbrunnen auch Teil einer größeren Szenerie. Hier muss man sagen, die Osterhasen haben die Eier diesmal schlecht versteckt. Und wir bleiben noch kurz beim Thema Ostern. Jedes Jahr zu dieser Zeit veranstaltet der Kunstkreis Jura seine traditionelle Osterausstellung. Am Freitag letzter Woche wurde diese in der Raiffeisenbank in Neumarkt eröffnet. Unter den ausgestellten Werken gibt es heuer abstrakte Malereien, ebenso wie Skulpturen und Papierkunst. Und sogar der ein oder andere berühmte Comic-Charakter hat einen Landkreiskünstler inspiriert. Die Ausstellung kann zu den üblichen Banköffnungszeiten besichtigt werden. Und nun wollen wir mal nachsehen, was im Landkreis Neumarkt an Konzerten, Theaterstücken und vielem mehr geboten ist. Hier sind unsere Empfehlungen. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Die Sopranistin Monika Tepe und der klassische Gitarrist Klaus Jäckle kombinieren Musik der spanischen und englischen Renaissance und der Moderne. Diese besondere Mischung mit Werken von Milan, de Falla und Morley gibt es zu hören an diesem Freitag um 20 Uhr im Neumarkter Reitstadel. Karten gibt es ab 10 Euro. Am Samstag gibt es im Neumarkter Bürgerhaus eine Kleidertauschbörse. Gut erhaltene Damen- und Herrenbekleidung sowie Accessoires kann man am Freitag von 16 bis 18 Uhr im Bürgerhaus abgeben und bekommt dafür einen Gutschein. Am Samstag von 9 bis 11.30 Uhr findet sich dann dafür das eine oder andere neue Stück für den Kleiderschrank. Das Tauschen an sich ist kostenlos. Spenden sind willkommen. Wenn ein Österreicher mit einer Vorliebe für Kaffee auf einen Bayern mit einer Vorliebe für Bier trifft, dann kann das ein amüsanter Abend werden. Zumindest wenn es sich um die beiden Kabarettisten Stefan Zinner und Stefan Leonhardsberger handelt. Sie präsentieren ihre musikalische Lesung Kaffee und Bier am Samstag, den 13. April um 20 Uhr im Spitalstadel in Freistadt. Den letzten Beisterhund ist das neue Theaterstück der Jurabühne Kevenhüll. Das turbulente Treiben rund um Familie Beinlich ist am Samstag ab 19 Uhr im Schützen- und Gemeindehaus Kevenhüll zu sehen. Der Eintritt kostet 7 Euro. Eine weitere Aufführung gibt es am Sonntagabend um 18 Uhr. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen.
Und das war der Marktplatz Neumarkt für heute. Am Freitag begrüßt sie Verena Zollner zu einer neuen Ausgabe von Endlich Wochenende. Wäre schön, wenn Sie wieder mit dabei wären. Ihnen bis dahin eine schöne Zeit und danke fürs Zuschauen.